Und damit welcome back, ladies and gentlemen, zu einer weiteren unverwüstlichen Folge Star Sand. So gut, Leute. Wir leiden ja momentan ein bisschen so an Holzknappheit. Ich sehe jetzt aber hier, dass hier die ganzen Palmen mittlerweile schon wieder nachwachsen. Da müssen wir natürlich jetzt nochmal ein bisschen Geduld aufbringen, bis die dann ausgewachsen sind. Aber ich brauche Holz. Ich brauche wirklich Holz, weil ich habe nur noch ein Stück Holz. Und das ist natürlich viel zu wenig. Ich hatte eigentlich gesagt, hier drüben lasse ich alles stehen und liegen sozusagen. Und werde mich nur an den Früchten bedienen. Aber ich denke, das muss ich ändern. Das muss ich ändern, weil, wie gesagt, ich brauche was, ne? Brauche Holz. So, dementsprechend jetzt als allererstes hätte ich gesagt, lausche ich mal, wo die Frösche sich wieder rumtreiben. Ich habe einen jetzt schon ein bisschen quaken hören. Ja, kaum erwähnt man ihn, ne? Ist er ruhig? Wahrscheinlich da drüben irgendwo. Ein bisschen Fleisch ranholen. Ich hatte eigentlich gehofft, jetzt mit dem neuen Tagesanbruch, dass wir auch die Dromedare, dass da ein paar rumwandern. Weil da hätte ich jetzt auch Bock gehabt drauf, den mal zu tamen. Beziehungsweise zu versuchen, den zu tamen. Da ist er. Weil ich will natürlich auch mal wieder los, ne? Ich will mal gucken, was wir noch so alles finden können. Die Geschichte weiter aufdecken. Aber so wie es aussieht, möchte das Schicksal, dass ich heute noch einen chilligen Tag mache hier. Das ist auch in Ordnung. Mache ich gerne. Dann holen wir halt, wie gesagt, ein bisschen Holz ran. Dann wollte ich eh noch was ausprobieren, was ein Zuschauer in meinen Kommentaren hinterlassen hat, als Tipp. Das war dann auch noch. Aber jetzt als allererstes brauche ich Beute. Brauche Beute. So, hier wächst ja noch alles nach. Ja, Yucca, die können wir eigentlich immer mitnehmen, ne? Die gehen immer, die wachsen schnell nach. Wenn jetzt dann die Alien-Würmer wieder angreifen, hätte ich gesagt, schneide ich das mal raus. Ich hatte ja in den letzten Folgen das so ein bisschen gepitcht und mit Musik unterlegt. Ich schneide es jetzt mal raus. Probieren mal ein bisschen aus hier, weil ich finde das zum Zuschauen wahrscheinlich auf Dauer dann doch zu langweilig. Wie ich da von den Aliens weglaufe. Und dann gucken wir mal, was besser ist so zum Anschauen. Dann entscheide ich mich, wie ich das in Zukunft machen werde. Muss mal ein bisschen rumprobieren, ne? So, aber jetzt erstmal Holz. Auch wenn ich eigentlich diesen Teil hier der Oase nicht angreifen wollte, aber wenn Not an Holz ist, muss es halt ran. So, hier können wir nochmal Bananen abzwicken. Und nur eine. Ja, Bananenbaum selber lasse ich jetzt mal stehen. Datteln würde ich halt dann kaputt machen. Mal nochmal einsammeln. Es wächst ja nach. Es wächst ja nach. Man muss nur ein bisschen Geduld mitbringen. Wenn jetzt am nächsten Tag schon die Dromedare wieder da sind, werde ich mal versuchen zu tamen. Wenn ich dann einen Dromedar habe, hätte ich auch mal wieder Bock auf einen Ausflug. Ich glaube, mit Dromedar ist es dann doch nochmal angenehmer. Halt, erst die Kokosnüsse holen. Hey, lass mich hoch. Was ist da los? Manchmal, ne? Manchmal will es nicht. Brauchst du echt den perfekten Winkel? Aber die Palme sagt zu mir no go. Na dann. Wir fallen ja eh runter. Und da sind sie schon. Baum fällt. Wow. Damit. Aber es wäre wahrscheinlich dann auch sinnvoll, vielleicht mal mich an Kleidung zu machen, ne?
Also ich will das schon alles richtig schön vorbereitet haben, wenn ich dann mal wieder losgehe. Weil so schnell werde ich dann wahrscheinlich auch nicht mehr zurückkommen. So, hier können wir noch ein paar Datteln rausnehmen. Ist das auch so ein No-Go-Baum? Ah, blöd. Da sind sie. Ja, okay, die sieht man ja ganz gut, die Datteln. Das passt schon. So eine normale Palme. So viele Wedel. So gut. Ich glaube, das war's jetzt auch, oder? Ne, hier ist noch eine. Kokosnuss. So, und gleich im Anschluss würde ich da mal den Tipp umsetzen wollen. Von Zombie Survival TV. Der hat nämlich gemeint, ich habe keine Samen, weil ich falsch denke. Denn angeblich bekommt man die Samen dadurch, dass man die Früchte aufisst. Und das werde ich jetzt mal dann auch ausprobieren. So, was ist los? Ich hab Durst. Ja, ich sollte vielleicht auch mal ein bisschen darauf achten, dass ich Essen und Trinken habe hier. So, ein Stückchen Steak. So, Jucker nehmen wir noch mit. Sollte das jetzt funktionieren mit dem Anbauen? Glaube ich, würde ich mich tatsächlich so ein bisschen auf Datteln fixieren, wenn das möglich ist. Ne? So, haben wir hier noch ein paar Mongos dran? Okay, okay. Dann gehe ich jetzt einmal schnell weg. Haben wir hier noch ein bisschen Gras? Ja, wunderbar. Sollte ich irgendwann mal hier aus der Wüste rauskommen, habe ich auf jeden Fall genug Stoff. Noch ein paar extra Geschäfte zu machen. So, dann kann ich jetzt erstmal noch ein paar Steaks machen. Rein das Fleisch und auch das Wood. Das ist gut. Perfekt. Das läuft schon mal. Mir. Gib mir Ananas. Na gut, dann schauen wir mal. Ich geh jetzt mal nach oben. Ich hoffe, ich werde jetzt hier bei meinem Frühstück nicht gestört. Oder eigentlich Snack, kann man eher sagen. Frühstück war ja Steak. Jetzt gibt es ein paar Snacks. Fruchtige Snacks. Oh, hier war das ganze Essen. Okay. Das war jetzt einmal... ich muss wahrscheinlich auch dafür sorgen, natürlich, dass mein Inventar frei ist. Sonst wird das nämlich nichts. So, einmal hier mit rein. Was haben wir jetzt hier noch drin? Die ganzen Grundmaterialien hier wie Palmenblätter. Die würde ich jetzt erstmal ablegen. Wood würde ich jetzt noch behalten. Stücke, Stickies, Steine. Ja, das passt. Okay, der Rest ist eh alles Essen, ne? Ja, vielleicht machen wir die Seile noch hier rein. Und die Bretter. Ich glaube, die brauche ich jetzt eh erstmal nicht. Gut, dann machen wir jetzt eine kleine Verkostung. So, ich probiere jetzt erstmal... Warte mal. Ich brauche jetzt nochmal die aufgespaltenen Kokosnüsse. Die probiere ich jetzt als erstes. So, Hunger habe ich auch gerade. Das passt eigentlich ganz gut. Dann klatschen wir da mal was rein. Nehmen wir mal ein paar aus. Das wird ja nicht bei jedem funktionieren. Also 4 Stück.
Gut, gedroppt ist nichts, habe ich mir aber schon fast gedacht. Ich denke mal, ich werde dann die gehäuteten Kokosnüsse. Jetzt weiß ich halt nicht, welches leer ist und welches noch was drin ist. Nee, also wenn ich die jetzt konsumiere, das macht keinen Sinn. Dann wären das ja nur leere, oder? Ja, ich muss es ausprobieren. Ich muss es tatsächlich ausprobieren. Schauen wir mal, ob ich so eine Kokosnuss mit Schale auch verputzen kann. Nein, okay. Das geht schon mal nicht. So, dann eine normale Kokosnuss. Bringt mir jetzt in dem Fall eigentlich nur Wasser. Und eine leere Kokosnuss. Was ist denn jetzt eigentlich? Jetzt so eine leere Kokosnuss? Also damit kann ich ja an sich nichts mehr machen, wenn ich die jetzt kaputt mache. Ja, okay, cool. Dann kommt auf jeden Fall nochmal Fruchtfleisch raus. Aber irgendwie funktioniert das nicht, wenn ich jetzt hier normale Kokosnüsse esse, dass ich da irgendwie Samen von bekomme. Okay, also entweder mache ich was falsch oder es geht nicht. Okay, probieren wir es mal mit Datteln, aber ich denke mal, da wird es dasselbe Spiel sein. Konsumieren. Vier Versuche, nichts rausgekommen. Ich weiß, ich verballe jetzt natürlich auch so ein bisschen Ressourcen, aber das ist jetzt, glaube ich, nicht so schlimm. So, zwei essen wir mal von den Mongos. Dann klatschen wir hier mal eine raus. Gucken, was passiert, wenn ich drauf klatsche. Gar nichts, weil das nicht funktioniert. Okay, passt. Bananas. Geht nicht auf, nee. Ja gut, dann habe ich es erstmal ausprobiert, ne? Man wird ja auch nur schlau, wenn man was ausprobiert. Bei mir hat es jetzt nicht funktioniert. Macht aber auch nichts. Das ist schon in Ordnung. So. Was mache ich jetzt am besten, dass nichts ist? Mich wundert es gerade, dass die Würmer irgendwie so viel Zeit sich lassen. Sehr, sehr eigenartig. Normalerweise tanzen die immer schon relativ früh an. Jo, Kamele haben wir nicht. Ach ja, Stoff könnte ich jetzt mal gucken währenddessen. Wenn ich jetzt hier nochmal auf meine Nachbarn warte. So Stoffgeschichten. So Hanf. Stoff selber habe ich jetzt noch nicht gemacht, ne? Bei Hanf müsste ich jetzt natürlich nochmal ein paar Dinge kaputt machen. So, Stoff. Das mache ich ja, glaube ich, jetzt hier im normalen Craft-Menü. So, ich brauche Tücher, ne? Um dann. Ich hätte jetzt hier jetzt erstmal gern den Turban. Vier Tücher. Jeweils zwei Hanf. Ne, vier Hanf pro Stoff. Uff. Okay, dann muss ich hier doch nochmal alles abgrasen. Da muss ich nochmal ran, Leute. Luca nehmen wir auch noch gleich mit. Was wir haben, das haben wir. Was so auch ein bisschen das Schöne ist an diesem Spiel, gerade jetzt zu der Zeit, wo ich es aufnehme, ist ja, dass jetzt hier der Winter mittlerweile schon angebrochen ist, ne? So leicht, ne? Ende Herbst, Anfang Winter. Draußen ist es mittlerweile schon arschkalt geworden. Und das ist natürlich echt schön, hier zu sitzen. Diese idyllische Atmosphäre zu genießen. Ist echt cool, also ich kann es auf jeden Fall empfehlen, das Spiel selbst. Natürlich auch und natürlich auch so ein bisschen die Atmosphäre dann genießen. Mal ein bisschen abzuschalten, diesen ganzen Stress da draußen.
mal abzulegen. Da eignet sich so ein Spiel echt perfekt, Leute. Aha, gut. Die Axt ist kaputt. Dann machen wir mal eine neue, wa? Werkzeuge, Axt. Das ist so schön, wenn man alles hat. Gut, Tauwerk habe ich jetzt nicht. Kann ich aber schnell machen. Zack, boom, zwei Stück. Badabam, badabam. So, dann Axt. Badabam. Ich darf auf jeden Fall nicht vergessen, bevor ich irgendwann mal losziehe, einen neuen Bogen zu machen. Very important. Ich habe hier noch einen Frosch gehört. Zeig dich. Bitte melde dich. Der weiß es ganz genau. Deswegen hält er jetzt die Klappe. Ja, ja, ich weiß. Ihr mögt mich nicht. Verschwindet. Ungeziefer. Es ist jetzt heute auch, glaube ich, ein Patch rausgekommen. Ich habe jetzt ganz vergessen zu lesen, was der Neues gemacht hat. Oh, hallo, Mr. Scorpion. Stopp, aus. Jagt er mich nicht? Scorpion King. Okay, lass mir ihn bleiben. Das passt schon. So, Cannabis, Cannabis, Cannabis. Ich glaube, drüben war jetzt noch eine. Da wir jetzt echt viel Stoff brauchen, überlege ich jetzt gerade tatsächlich, ob ich nicht erstmal versuche, Cannabis anzubauen. Könnte ja mit den Blüten funktionieren, oder? Ah, Mr. Frog. Hello, Mr. Frog. Okay, passt. Mehr gibt's jetzt erstmal nicht abzugrasen. Gut, also kümmern wir uns ein bisschen um Stoff und um die Nachlieferung vom Stoff. Ich baue jetzt meine persönliche Marihuana-Plantage. Wenn es funktioniert. Ah, da kann ich ja hier dann. Es zählt nicht als Saatgut. Das auch nicht. Okay. Sehr ernüchternd, sehr ernüchternd. Ich habe hier schön zwei Dinger zum irgendwas anbauen, aber ich habe keinerlei Samen. Hm. Na gut, ich habe jetzt wenigstens mal schon mal ein bisschen Hanf. Und kann ich mir dann schon mal den Anzug machen. Zumindest das Oberteil. Babam. Ressourcen, Tücher 1, 2, 3. Damit können wir dann schon mal den Turban machen. Ein langes Tuch, das um den Kopf gewickelt wird. Großartig gegen Sonne, Wind und Sand. Langarm-Shirt. Leicht und kühl. Schutz vor Sonne. Schutz vor Sonne. Vielleicht mache ich dann noch das Unterteil, die Hose. Aber erstmal will ich dann tatsächlich vergleichen wollen, wie die Werte sind. Weil jetzt im Moment. Im Moment habe ich ja ein Jersey-T-Shirt an. Bietet 5 Verteidigung, 5 Schutz, 5 Kälteschutz. Dasselbe fürs Unterteil. Kurz, leicht, bequem. Und schauen wir mal, was es mehr bringt. Ja, was ist jetzt? Okay, es ist auf jeden Fall schon mal viel besser. Das frage ich mich aber. Ah, okay, das ist nur der Turban. Ah, okay, verstehe. Dann das Langarm-Shirt und Ding. Okay, alles klar. Ja, cool, können wir ja noch machen, ne? Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wofür ich Stoff brauche. So, klamottentechnisch klatsche ich das jetzt erstmal hier rein.
dich nicht mehr brauche. So, wie viele Tücher können wir denn noch machen? Zwei. Bringt mir nichts, ne? Brauche jeweils immer vier. Ja, okay. Blöd, ne? Okay, dann kann ich das T-Shirt jetzt wieder anziehen. Aber immerhin schon mal ein Teil. Ein kleiner Erfolg. Kleine Erfolge müssen ja auch gefeiert werden. So, das lagern wir ein. Das lagern wir ein. Was kann man denn eigentlich mit dem Marihuana da machen? Außer es zu rauchen? Ja, ist die Frage. That's the question. So, hier können wir eigentlich... Ah, warte mal, ich hab ja noch einen Tipp bekommen. Der mir jetzt zwar noch nichts bringt, aber ist ein genialer Tipp. Dünger. Ich brauche für Dünger anscheinend nicht jetzt unbedingt Kamelkot. Sondern angeblich geht es auch mit Kohle. Wird gleich mal kurz ausprobiert. Wie gesagt, bringt tut es uns jetzt noch nichts. Weil ohne Samen kann nichts wachsen. Aber wenn ich das jetzt hier reinziehen kann. Oh, perfekt. Danke dir für diesen Tipp. Sehr gut, weil Kohle kriegen wir eigentlich gut zusammen, ne? Brauche ich ja hier eigentlich nur Holz verbrennen. Okay, mal kurz mal speichern. Hey, kann das sein, dass diesen Tag über jetzt gar kein Angriff war? Und warum ist das so? Ist das echt zufallsgeneriert irgendwie? Ein bisschen Musik, weil jetzt wird's kalt. Okay, Durst habe ich auch. Klatschen wir mal hier mit dran. Gönn dir, mein Freund, gönn dir. War ein harter Arbeitstag, ne? Harter Arbeitstag hier. Fleisch hatte ich unten, ne? Oder war das oben? Fleisch war unten. Brauchen wir noch was zum Essen? Gut, was wir jetzt noch machen könnten, wäre, wie gesagt, heute entspannte Folge. Mal zu schauen, was der Patch gebracht hat. Ich weiß immer noch nicht, was das Holzbett bringt an sich. Wenn ich dann mal losgehe, wird es auch wichtig sein, dass ich hier nochmal so einen Geschützturm baue und mitnehme. Aber ansonsten so Grundsachen, glaube ich, hat der Patch jetzt nichts Neues gebracht. Scheint mir irgendwie alles beim Alten zu sein. Das Gebräu muss gekocht werden. Giftzack und Kokosnussfleisch. Ansonsten sehe ich hier aber tatsächlich nichts Neues. Wenn dann wahrscheinlich nur irgendwelche fortschrittlichen Sachen. Ich überlege jetzt echt, ob ich dieses Bett bauen soll. Wildfleisch schützen. Ja, warum denn eigentlich nicht, ne? Warum denn eigentlich nicht? Das können wir jetzt hier noch reinklatschen in die Folge. Ein bisschen Tauwerk. 1, 2, 3, 4. Dann bauen wir noch ein bisschen was. Es wird eh gerade dunkel und kalt. Und dann hoffe ich wirklich, dass am nächsten Tag hier wieder ein paar Dromedare auftauchen. Fackeln wären vielleicht auch mal ganz interessant. Da weiß ich jetzt gar nicht. Also ich kann die, glaube ich, ja ins Haus anbringen. Läuft das dann über das hier irgendwie? Okay, an sich ja. Würde aber gerne wissen, was kostet. Eine Fackel, Tauwerk und Baumstamm. Komm, machen wir mal eine, damit wir es gemacht haben. Oh, bisschen Beleuchtung. Noch eine zweite. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Tauwerk. Oder was? Gut, machen wir erstmal das Bett. Kann ich die hier drin auch anbringen, ohne dass hier irgendwas abfackelt? Das wäre interessant zu wissen. Auch mal ausprobieren, ha?
Was fehlt denn? Ach, Fackel selbst. Ach, Fackel selbst, du. Oh, das wäre schon teuer auf Dauer. Aber eine mache ich jetzt noch. Wedel. Ein Wedel braucht man. Okidoki. Give it to me, baby. Okay, sieht, glaube ich, ganz gut aus. Dann wäre es fast noch wichtiger, wenn überhaupt Fackeln, dann im Innenraum, ne? So, das Bett. Bauen wir jetzt auch einfach mal. Was wir dann auch nochmal gucken könnten. Wo sind denn jetzt hier diese... Ah, die sind beim Bauen gewesen. Warte mal, erstmal machen wir das Bett. Okay, dauert noch ein bisschen. Konnten doch hier Holzdornen bauen. Weil die Viecher, die kommen ja immer, wenn dann hier hoch, wenn ich hier oben stehe. Das heißt, ich könnte doch hier einfach 1, 2, 3 so Dinger bauen. Und damit vielleicht schon mal so ein bisschen Schaden machen. Tauwerk bräuchte ich dann allerdings viel davon, ne? Wäre die Überlegung wert. Aber kostet mich halt dann auch viele Baumstämme wieder, ne? Machen wir hier ins Eck, oder? Oder hier am Fenster. Einfach mal hier das Bettchen bauen. So, Bett ist fertig. Wir können jetzt auch hier speichern. Sehr gut. Und schlafen können wir hier auch. Sehr cool. Das heißt, das da unten kann ich eigentlich abreißen. Mir die Ressourcen wiederholen, ne? Wenn es denn wäre. Also, Holzbett habe ich, Trophäen bringen mir nichts. Okay, ich probiere das jetzt nochmal kurz aus mit diesen Holzdingern. Dafür brauche ich... Was war das jetzt? Ich will... Ach doch. Tauwerk. 1, 2, machen wir mal so, dass 9 Stiele erstmal übrig bleiben. Das kann aber jetzt auch erstmal wahrscheinlich nur einen bauen. Macht aber nichts. Lieber einer als keiner, wa? Die können doch einfach, wenn die hier hochkommen, das hier so hinbauen. Na, ich mach mal 1, 3 Stück hätte ich dann gern. Erstmal hier so einen hin. Oh, die sehen aber schon cool aus. Finde ich schon geil. Ah, das Ding. Ah, das ist auch geil. Gleich daneben. Dann hätte ich hier noch irgendwie einen so ein bisschen schräg gesetzt. So einen kleinen Durchgang gelassen. Kann ich noch einen zweiten zufälligerweise? Ne, fehlt es halt wieder am Tauwerk, ne? Wie habe ich denn? Ja, einen müsste ich noch machen. Komm, bauen wir noch einen zweiten. Ich kann die ja versuchen, dann so reinzulocken. Dass sie da irgendwie reinlaufen. Wenn sie dann mal wieder kommen. Ja. Fehlt mir noch einer, oder was? Achso, ja, 4. Oh, meine schönen Stiele. Komm, mach das schnell fertig. Dann gehen wir aber trinken hier und dann ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Ende Gelände. So, Wunderbärchen. Wie gesagt, dann setze ich hier noch irgendwie 2 hin oder so. Ist hier so ein kleiner Durchgang. Gucken wir mal, wie intelligent die Viecher dann sind. Dann probieren wir das auch mal aus. So, gönnen wir uns noch ein Steak. Mal ein wenig zu trinken. So, mal das Lagerfeuer jetzt oben nochmal an, schön. Ich werde mir ein bisschen Cannabis gönnen. Und dann schön beruhigt schlafen. So, dann kann das Fleisch hier auch nochmal durch. Sollte ja einer reichen, oder?
Et voilà, damit ist die Folge vorbei, Leute. Dann bedanke ich mich hier an Ort und Stelle vielmals fürs Zusehen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr mir eine kleine Bewertung da lasst. Ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich wünsche euch noch einen erfolgreichen und lässigen Tag. Bleibt sexy und geschmeidig. Tschüssikowski.